Als wenn Übelkeit und Erbrechen nicht schon lästig genug wären, erleben jährlich zwischen 50 bis 100.000 Deutsche einen Schock. Ihrem Erbrochenen ist helles, rotes oder auch schwarzes Blut beigemischt. Das Bluterbrechen ist eine häufige Beschwerde im klinischen Alltag, erlebt man oft als Arzt, besonders in der Notaufnahme auch. Und es kann sich rasant zu einem medizinischen Notfall entwickeln. Ursachen können sein Magengeschwüre, aber auch Speiseröhrenvarizen und auch übermäßiger Alkoholkonsum zum Beispiel. Also, wenn das jetzt interessiert, bitte jetzt einmal das Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. YouTube bietet auch uns Ärzten bekanntermaßen die super Möglichkeit, über unsere Gesundheit, Beschwerden, Symptome etc. aufzuklären. Genau das möchte ich mit meinem Kanal tun, nämlich medizinisch, verständlich und korrekt, und zwar komplett unabhängig. Wenn Sie jetzt nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt einfach meinen Kanal. Was ist Bluterbrechen? Beim Bluterbrechen, auch Hämatemesis genannt, erbricht oder spuckt die betroffene Person größere Mengen an Blut, das aus dem Magen-Darm-Trakt kommt. Die Hämatemesis ist das Leitsymptom für obere gastrointestinale Blutungen, so sagt man das. Darunter verstehen Mediziner, Ärzte Blutungen im oberen Drittel des Magen-Darm-Traktes, also Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm. Das erbrochene Blut entstammt somit aus diesen Bereichen und kann ganz unterschiedliche Ursachen aber haben. Pro Jahr erleiden in Deutschland bis zu fast 100.000 Menschen solche gastrointestinalen Blutungen. Häufig begleitet von weiteren Verdauungs- und allgemeinen Krankheitsbeschwerden. Man hat also nicht nur dieses Bluterbrechen, sondern natürlich noch weitere Symptome. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Und bei 5 bis zu 10% davon nimmt die akute Erkrankung sogar einen tödlichen Verlauf. Ganz wichtig, und darauf sollten wir immer achten, ist die Farbe des Erbrochenen. Also die Frage, ist das Blut rot oder eher dunkel oder gar schwarz? Schwarzes versus rotes Blut? Je nach Ursprung und Ursache variiert die Konsistenz und die Farbe des erbrochenen Blutes. Helles oder auch dunkelrotes, flüssiges Blut weist auf eine Erkrankung in Höhe der Speiseröhre hin. Anders, wenn die Blutung ihren Ursprung im Bereich des Magens oder gar im Zwölffingerdarm hat. In diesem Fall reagiert das Blut nämlich mit der Magensäure, sodass es sich als Folge schwarzbraun verfärbt und eher eine zähe bis stückige Konsistenz annimmt. Und diese ähnelt dann dem Anblick von Kaffeesatz, sodass sich der Begriff auch Kaffeesatzerbrechen durchgesetzt hat. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon einmal gehört. Zurück zum Bluterbrechen. Obwohl das Bluterbrechen eine so verbreitete Beschwerde ist, wissen viele Menschen nicht, woran die genauen Ursachen dafür liegen. Bluterbrechen ist ein Symptom unterschiedlicher Erkrankungen, die ihren Ursprung jedoch alle im oberen Magen-Darm-Bereich haben, also Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm. Häufig wird das Symptom mit der Diagnose Magenkrebs in Verbindung gebracht. Da denkt man sofort, oh, hat man vielleicht Magenkrebs. Das ist zwar ein möglicher, jedoch eher seltener Auslöser. Auch Lungenkrebs kann ein Auslöser sein, aber eher selten. Viel häufiger weist eine Hämatemesis auf eine Handvoll anderer Erkrankungen, nämlich des oberen Gastrointestinaltrakts hin. Und auf die wichtigsten Ursachen gehe ich jetzt einmal kurz ein, nämlich von Magengeschwür über Entzündung der Speiseröhre bis zum sogenannten Mallory-Weiss-Syndrom. Magengeschwür. Leider ist es so, nicht jedes Magengeschwür macht sich bemerkbar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre äußern sich bei 70% der Betroffenen zunächst durch punktuelle, dumpfe Schmerzen im Oberbauch und werden gelegentlich mit einer Magenschleimhautentzündung verwechselt. Zu den weiteren Anzeichen zählen zum Beispiel Völlegefühl, Sodbrennen und ganz interessant Appetitlosigkeit und Ablehnung bestimmter Nahrungsmittel, sagen Patienten dann oft. Und das ist auch so ein Schlüsselwort, wo man hellhörig werden muss. Zum Beispiel stark gewürzte Gerichte, Kaffee und Alkohol. Bluterbrechen kann ein Symptom eines Magengeschwürs sein. Ösophagusvarizen, Krampfadern hat jeder schon einmal gehört. Und genau so etwas gibt es auch in unserer Speiseröhre. Und genau hier kann es mega gefährlich werden. Gerissene Krampfadern in der Speiseröhre können durch den massiven Blutverlust schnell zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen.
Sie zählen zu den häufigsten Todesursachen von Leberzirrhose-Patienten, also Patienten, die eine geschädigte Fettleber haben, eine Leberzirrhose haben. Denn das Tückische ist, sie machen sich im Vorhinein kaum bemerkbar und werden höchstens durch Zufall entdeckt. Kommt es dann aber zu einem akuten Riss, ist dies ein absoluter Notfall. Herzrasen, Patient atmet nur noch ganz schwach und auch Todesangst sind typisch. Dies sind im Wesentlichen die Anzeichen eines, man nennt es hypovolämischen Schocks, der durch einen hohen Blutverlust entsteht. Der Körper selbst hat zu wenig Volumen, zu wenig Blut. Und es kommt zu einer Minderdurchblutung, damit einer Sauerstoffunterversorgung der lebenswichtigen Organe. Nur eine schnelle notärztliche Versorgung kann in diesem Fall das Überleben sichern und ist A und O. Bevor Sie sich jetzt fragen, ob Sie das haben, wie ich gesagt habe, ist das ein absoluter akuter Notfall. Wer ein bisschen Blut im Taschentuch hat und sich jetzt das Video anschaut, hat ganz gewiss keine solche gerissenen Krampfadern in diesem Moment. Entzündungen der Speiseröhre? Die Refluxösophagitis, so nennt man die Entzündung der Speiseröhre, tritt in unterschiedlichen Schweregraden auf und kann daher keine, aber auch bis starke Beschwerden auslösen. Oft kommt es zunächst zu einer Reihe an unspezifischen Symptomen, zum Beispiel Schmerzen hinter dem Brustbein. Es gibt aber auch, es gibt zwei sogenannte Hauptsymptome, und zwar Sodbrennen und Aufstoßen. Wer das oft hat, bei dem ist eine Speiseröhrenentzündung sehr wahrscheinlich. Sie treten verstärkt, und das ist wichtig jetzt, nach der Nahrungsaufnahme und nach längerem Liegen auf. Magenschleimhautentzündung. Bei der Magenschleimhautentzündung bzw. der Fachbegriff lautet Gastritis, ist die Magenschleimhaut aufgrund unterschiedlicher Ursachen entzündet. Während sich bei der akuten Form schnell unangenehme Symptome bemerkbar machen, kann die chronische Form, also wiederkehren, wo man es über eine längere Zeit hat, symptomarm oder sogar symptomfrei verlaufen. Generell flachen die Symptome nach dem Essen ab und verstärken sich bei Nüchternheit. Genau also das Gegenteil von der Speiseröhrenentzündung, die ich davor gerade erklärt habe. So können auch Sie es selber unterscheiden. Ist es eine Speiseröhrenentzündung oder hat es eher was mit dem Magen zu tun? Das ist ein ganz wichtiger und letztlich auch einfacher Hinweis. Mallory-Weiss-Syndrom. Da sich das Mallory-Weiss-Syndrom im Vorfeld höchstens durch Schmerzen im Oberbauch meist da bemerkbar macht, ist das Erbrechen von Blut häufig das erste und noch einzige Symptom. Für das Mallory-Weiss-Syndrom sind sämtliche Personengruppen anfällig, kann jeder bekommen, bei denen, und das ist wichtig, es über einen längeren Zeitraum zu regelmäßigem Erbrechen kommt. Und dazu zählen neben Menschen mit viel Alkoholkonsum, die sich aufgrund auch einer hohen Alkoholdosis dann oft übergeben müssen, auch zum Beispiel Patienten mit Bulimie und auch mit chronischer Magenschleimhautentzündung. Es gibt also verschiedene Ursachen für Bluterbrechen. Nun zu der Frage, was tut der Arzt? Die Art der Behandlung und wie ausführlich die Diagnostik bei Bluterbrechen betrieben wird, hängt stark von der Behandlungsbedürftigkeit des Patienten ab. Also die Frage, wie viel Blut haben Sie erbrochen? Wie geht es Ihnen? Welche sogenannten Begleitsymptome haben Sie noch? Die Kombination aus Bluterbrechen und Begleitsymptomen ergibt die mögliche Ursache. Also meist hat man ja nicht nur Blut erbrochen, sondern vielleicht noch Bauchschmerzen oder extreme Atemnot und Todesangst. Haben Sie nur relativ wenig Blut erbrochen, dann kann der Arzt sich Zeit für eine ausführliche Diagnostik nehmen. Treten hingegen starke Blutungen und zum Beispiel starke Schmerzen oder auch Luftnot auf, liegt der Schwerpunkt natürlich in der Behandlung der akuten Symptome. Und wie ich gerade schon einmal sagte, kann es sich sogar um einen absoluten medizinischen Notfall handeln, wobei natürlich dann jede Sekunde zählt. Es ist also alles möglich. Jeder, der aktuell Blut erbricht und dabei auch oder danach jetzt das Video sich anschauen kann, bei dem wird es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen absoluten medizinischen Notfall handeln. Dennoch sollte man dies zeitnah ärztlich abklären lassen. Vor allem auch natürlich, um sich selbst zu beruhigen. Denn definitiv macht es ja ein mulmiges Gefühl, wenn auf einmal Blut aus dem Mund kommt, man Blut im Taschentuch hat und man gar nicht weiß, woher das überhaupt kommt. Was passiert nun beim Arzt? Erstens Anamnesegespräch. Sind Sie in einem guten körperlichen Allgemeinzustand? Wird der Arzt Sie in einem anfänglichen Gespräch bitten,
von ihren Beschwerden zu berichten. Ganz typisch, ja. Er wird sich über ihren Krankheitsverlauf erkundigen und zum Beispiel erfragen, in welcher Menge Blut erbrochen wurde und wie häufig und natürlich auch, welche zusätzlichen anderen Beschwerden sie sonst noch haben. Auch wichtig sind Infos über Medikamente, können ja auch Ursache dafür sein. Und im Anschluss wird er zunächst ihren Bauch abtasten, das ist ganz typisch. Bei einer Magenschleimhautentzündung zum Beispiel ist dieser schmerzempfindlich. Es tut also weh, wenn man hier drauf drückt. Und das dient dann dem Arzt auch als erster Hinweis. Endoskopie. Zweitens macht er dann eine Endoskopie, unabhängig davon, ob Sie sich mit starkem oder leichterem Bluterbrechen ärztliche Behandlung begeben, liegt der diagnostische Goldstandard, also wie man rausbekommt, was die Ursache ist, in der Durchführung einer Endoskopie. Über dem Mund wird quasi ein elastischer Gummischlauch mit einer Kamera eingeführt. Und das ist in der Regel nicht wirklich schmerzhaft, für einige Patienten jedoch sehr unangenehm, sodass sie dann auch ein beruhigendes Medikament erhalten. Um den Würgereiz zu umgehen, wird der Rachen dann auch manchmal mit so einem Spray, oder nicht manchmal, sondern sprayt man noch was rein, um den Rachen zu betäuben. Und durch die Endoskopie kann der Arzt Speiseröhre, Magen und auch 12-Fingerdarm von innen gut begutachten und natürlich die Ursache der Blutungen erkennen. Bei Aufnahmen im Bereich der Speiseröhre spricht man von einer Speiseröhrenspiegelung, bei Magen und 12-Fingerdarm entsprechend von einer Magenspiegelung. Bestimmt schon sehr oft gehört, viele schon durchgeführt. Ist der Patient insgesamt stabil, also ist es nicht irgendwie ein akuter Notfall, dann ist auch die Entnahme von Gewebsproben möglich, um eventuelle Gewebsveränderungen oder bakterielle Infektionen nachweisen zu können. Apropos Magenspiegelung. Der Gedanke daran macht viele von uns verständlich mulmig. Wirklich Lust darauf hat natürlich niemand, ich zumindest nicht. Ich habe hier aber einmal ein paar Tipps und auch Regeln zusammengefasst. Wenn Sie eine Magenspiegelung haben, lese ich das einmal durch. Bitte achten Sie darauf. So, nun aber zur Therapie. Und dabei ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einem akuten medizinischen Notfall und zweitens kleinere wiederkehrende Blutungen. Die Behandlung von Bluterbrechen. Tritt bei Ihnen oder einer Person in Ihrem Umfeld Bluterbrechen auf, ist je nach Allgemeinzustand und Begleitsymptomen, also welche zusätzlichen Symptome der Patient gerade oder Sie noch haben, notärztliche oder zumindest zeitnahe medizinische Versorgung erforderlich. Sie sollten es also immer abklären, wenn Sie merken, dass Sie komischerweise viel Blut erbrechen. Das Vorgehen hängt also davon ab, ob starke und lebensbedrohliche oder eher schwache und nicht gefährliche Blutungen bestehen. Starke Blutungen, Sicherung der Vitalfunktionen. Besonders bei geplatzten Ösophagusvarizen, gelegentlich auch beim Magengeschwür, kommt es durch den enormen Blutverlust, und man verliert dabei schon sehr, sehr viel Blut, schnell zu einem Kreislaufzusammenbruch und damit auch zu einem Schock. Und die ersten Maßnahmen gelten dann natürlich der Stabilisierung des Betroffenen. Dazu zählen Flüssigkeits- und im Zweifel auch Blutinfusionen, um den Blutverlust wieder auszugleichen. Zudem ist es notwendig, die Blutung natürlich zu stoppen. Auch hier kommt das Endoskop, hatte ich ja eben schon einmal erklärt, zum Einsatz. Bei der sogenannten Gummibandligatur werden mittels des Endoskops so Gummibändchen oder Gummibänder so eng um die geplatzten Krampfadern geschnürt, dass diese nicht mehr durchblutet wird und abstirbt. Damit löst man im Prinzip diese Blutung. Dann gibt es noch weitere Verfahren, wie zum Beispiel eine sogenannte Ballonsonde, aber das ist alles medizinisches Fachwissen. Vorgehen bei schwachen Blutungen. Zufällig entdeckte, noch intakte Varizen oder kleinere Blutungen können während einer Endoskopie verschlossen werden. Auch deswegen ist es so wichtig, diese Endoskopie durchzuführen, zum Beispiel auch durch eine sogenannte Verölung. Auch ein spezieller Gewebekleber, sogenannter Fibrinkleber, hilft, die Blutung zu stoppen. Ist die Ursache des Bluterbrechens aber eher in einer Magenschleimhautentzündung oder einem Magengeschwür oder auch einer Speiseröhrenentzündung begründet, also nicht, dass man diese Varizen hat, sondern eine Entzündung, dann wird Ihr behandelnder Arzt eine medikamentöse Behandlung anraten. Und die jeweiligen Entzündungen können sich unter Umständen zwar auch innerhalb weniger Monaten von selbst zurückbilden, wenn man also gar nichts tut, aber Medikamente verkürzen die Krankheitsdauer. Und, das ist wichtig, beugen zuverlässige einem Rückfall vor. Gängig ist hierbei die Behandlung mit einem, man nennt es Säurehemmer, mit einem Magenschutz quasi, also sowas wie Pantoprazol. Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich einmal auch mein Video hier, habe ich hier einmal verlinkt. Da spreche ich genau über diese Tabletten. Ich spreche über die empfohlene Einnahmedauer, worauf man auch achten muss. Und die Einnahmedauer bei diesen Blutungen beträgt so in der Regel 4 Wochen.
Bei der Behandlung von Geschwüren bekommen Sie in der Regel dann auch noch für 7 bis 10 Tage zusätzlich Antibiotika verschrieben. Wurde das Geschwür durch ein anderes Medikament ausgelöst, was ja auch die Ursache sein kann, muss dieses für die Therapie jetzt abgesetzt werden. Oder der Säurehemmer muss dauerhaft eingenommen werden. Wenn Sie sozusagen das Medikament weiternehmen, was immer wieder diese Geschwüre macht, muss man halt den Magenschutz noch nehmen zum Schutz. In ganz seltenen Fällen reichen die aufgezählten Methoden nicht aus, um die Blutung erstens zu lokalisieren und dann auch zu stoppen. Und in diesem Fall wird der betroffene Bereich dann operativ geöffnet und dann auch behandelt. Dies sollte allerdings die letzte Alternative sein, da solche Operationen natürlich auch mit einer relativ hohen Risikorate verbunden sind. Und noch ein Punkt in diesem Zusammenhang. Die Ernährung. Die Ernährungsweise ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, durch den Einfluss auf die verschiedenen Ursachen des Bluterbrechens genommen werden kann. Das Bluterbrechen ist sozusagen ein Warnschuss, gibt auch ein Zeichen, dass man was ändern sollte oder muss. Milde Nahrungsmittel, der Verzicht auf übermäßigen Kaffeekonsum und ein eingeschränkter Alkoholgenuss helfen, die jeweiligen Symptome in den Griff zu bekommen. Bei einer chronischen Magenschleimhautentzündung, eine chronische Gastritis des Typs A, kann die Synthese von Vitamin B12 so gestört sein, dass eine lebenslange Supplementierung mit künstlichem Vitaminersatz zum Beispiel notwendig wird. Zum Schluss jetzt noch eine Patientenfrage, die ich so bei mir auf Instagram von einem Follower bekommen habe. Hat Blut im Stuhl dieselben Ursachen wie Bluterbrechen? Tatsächlich überschneiden sich viele Ursachen für blutigen Stuhl und blutiges Erbrechen. Während Bluterbrechen jedoch fast nur auf Erkrankungen des oberen Magen-Darm-Trakts hinweist, habe ich eben ja auch ausführlich erklärt, lässt Blut im Stuhl zusätzlich auf Schäden im mittleren und unteren Magen-Darm-Trakt schließen. Also vor allem im Dickdarm zum Beispiel. Dazu zählen unter anderem chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Darmpolypen, Hämorrhoiden auch und Tumore des Dünn- und Dickdarms. Wie beim Bluterbrechen gilt auch für blutigen Stuhl. Die Ursachen können harmlos sein, das ist meistens der Fall, jedoch in einigen wenigen Fällen auch auf eine ernste Erkrankung schließen lassen. Lassen Sie daher die Ursache stets von einem Arzt abklären, vor allem wenn man sich weitere Symptome wie allgemeines Krankheitsgefühl, Übelkeit und Erbrechen sowie schnellen Gewichtsverlust dann auch noch hat. Das war jetzt einmal ein Beitrag zum Bluterbrechen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie meinen Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu, Ihre Erfahrungen, vielleicht was Sie erlebt haben beim Bluterbrechen, schreiben Sie die einmal hier direkt unter das Video und ich bin froh, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.